Hallo, grüße euch zu einem neuen Update-Video von mir. Und zwar, es gibt ein bisschen was zu erzählen. Wir haben die 105 Abonnenten haben wir geknackt. Bald kommt ein Abo-Special. Es könnte noch ein bisschen dauern, also ungefähr eineinhalb Wochen oder so, bis ich dann mache. Kommen wir kurz zu meinen Videos. Ab gestern ist Alan Wake gestartet. Also ich habe es gestern auf Nacht, über Nacht hochgeladen. Es war, glaube ich, so um 2 Uhr. 3 Uhr, keine Ahnung, ist es hochgekommen. Es sollten eigentlich noch zwei weitere Videos folgen, aber der Laptop von meiner Schwester, also da, wo es hochgeladen wird, hatte sich selbstständig gemacht und hat ein Windows-Update gemacht und hat natürlich den Upload abgebrochen. Der hätte normalerweise hochladen sollen, aber ja, das ist halt eben abgebrochen worden, deswegen kommt jetzt hier nach. Heute war dann wieder Fehler, heute hat es sich wieder von selber ausgeschaltet, also ihr wisst es vielleicht, wie das ist mit der Windows-Updates, ja, wenn man das falsch einstellt, dann geht das einfach von selber los und das ist halt eben passiert, weil wir jetzt auf einen anderen Laptop hochladen und meinen Laptop habe ich jetzt hier daheim, weil ich mich selber aufnehme bei Nightmare House 2, was auch ab nächste Woche, glaube ich, ungefähr, kommt drauf an, wann ich es hochladen möchte, hochgeladen wird. Ja, Nightmare House 2 wird sehr cool, nehme ich selber mit der Webcam auf, es wird sehr lustig. Also es kommen jetzt heute halt ein paar Wehrvideos, weil gestern halt eben nur eins gekommen ist, kommen heute zwei nach. Also eben, The Darkness ist eben nachgekommen von gestern. Heute kommt dann noch ein Part The Darkness, noch ein Part Alan Wake und Resident Evil, soweit ihr weiß, Splinter Cell und Dead Space. Also hört sich jetzt ein bisschen viel an, ist auch ein bisschen viel. Aber es ist halt eben so, leider, wenn man halt irgendwie einen Fehler gemacht hat, dann muss man das halt irgendwie nachbessern, ja. Und ist ja nicht so schlimm. Es kommen dann natürlich, ich habe hier jetzt einen Upload-Plan hier gemacht, aber der stimmt nicht ganz. So soll es eigentlich ausschauen, aber Alan Wake kommt jetzt jeden Tag. Ja, ist der einzige Unterschied. Und Herr der Ringe Krieg im Norden kommt nicht. Oder halt anfangs, weiß nicht mehr genau. Ich glaube nicht. Ja, und das war's dann eigentlich auch schon. Also heute werden dann ein paar mehr Videos kommen. Schauen wir nochmal hier ganz kurz nach. Ja, Resident Evil ist in Bearbeitung. Wenn das dann fertig ist, kommen dann noch drei dahinter. Also die eigentlich heutigen Videos, die drei Videos sind ja eigentlich von gestern, aber... ja, ist ja nicht ausgegangen, leider. Und ja, das war's dann eigentlich auch schon von mir. Wie man möchte ich dann Ihnen sagen, neues Design habe ich wieder mal erstellt, weil mir langweilig war. Es ist zwar jetzt nicht so richtig Hell-Gaming-like, ja, es ist halt mehr so Battlefield, wenn man nicht so schaut, also es ist wie Battlefield, Splinter Cell und so weiter. Vielleicht erstelle ich mir dann mal irgendeinen, was nicht so viel mit Spielen zu tun hat, sondern halt eher so was Böses, ja, so böse Dämonen und so Zeug, ja, so Höllsachen. So Höllenzeug halt, ja. Mal schauen, vielleicht mache ich da mal was. Aber mir gefällt da jetzt eigentlich ziemlich gut, das passt schon so. Die neuen Let's Plays sind ja hier drin mit Alan Wake, The Darkness, Space, Dead Space und Splinter Cell Co-op. Kommt ja auch heute, sollte kommen. Falls es nicht wieder irgendwie spielen sollte, der Upload. Ja, und das war's dann auch schon von mir, von meinem Update-Video, diesmal ohne Webcam, weil sie im Moment bei meinem Laptop angeschlossen ist und das möchte ich nicht unbedingt jetzt unterbrechen, weil er dann ja gleich wieder weiter aufnehmen hier. Und zwar den Nightmare House 2. Weiß nicht, ob ich schon gesagt habe. Glaub schon, aber ist ja auch egal. Gut, wir sehen uns dann in irgendeinem neuen Let's Play von mir oder im nächsten Update-Video. Je nachdem, wo ihr reinschaut. Also, bis dann.